So, herzlich willkommen. Nach der langen Pause geht's mal wieder weiter mit Let's Play Rayman 3 Hoodlum Walk. Und wie versprochen, werde ich noch die letzten Dinge noch zeigen, die ich ja vergessen habe in der Hauptgeschichte. Und zwar ist es zum einen im Land der wandelnden Seelen. Ich bin wieder hier im Raum vom Heiler, wo es ja noch ein kleines Secret gibt, was ich nochmal zeigen will. Aber erst müssen die ganzen Gegner hier mal verschwinden, weil die nerven. Und zwar richtig nerven. So, dann bist du noch dran. Meinen die ernsthaft, da was zu bewegen? Nee, da war keiner. Aber da, auf der anderen Seite. So, das, was man machen muss. Das, was man machen muss. Ich habe im Let's Play diesen Schalter betätigt. Tja, wird man sagen. Cool, habe ich ja einen Schalter betätigt. Passiert ja eigentlich. Müsste ja eigentlich was passieren. Tja, Pustekuchen. Es gibt nämlich. Kannst mal abhauen. Du nervst. Es gibt nämlich noch einen zweiten Schalter und den kriege ich nicht wegen dir. Hau doch mal ab. Dankeschön. Hau ab. Du regst mich auf. So, der letzte Schalter. Also man muss dann einen zweiten betätigen und der befindet sich hier. Den habe ich jetzt schon mal nicht getroffen. Aber jetzt. So, und damit öffnet sich diese Wand da hinten, was ich ja auch gedacht habe. Und hier sind ein paar schöne Kristalle. So, also, wie gesagt, da der Hinweis. So muss man es machen und nicht, wie ich es im Let's Play gemacht habe. So, und im nächsten Part. Ach Quatsch, nächster Part. Gleich, wenn der Schnitt vorbei ist, sehen wir uns in der Wüste der Knarren wieder, wo ja noch der letzte Käfig ist. Also, bis gleich. Nein, da gehe ich nicht hin, der Doktor macht mir Angst. So, für euch waren das nur wenige Sekunden, für mich mehrere Minuten. So, ich bin am letzten Käfig angekommen, nur ich meine, jetzt bin ich ein bisschen in Bedrängnis. Ne, doch, nicht gut. Da oben ist der letzte Käfig. Und wie kommt man da hin? Eigentlich ganz einfach. Man braucht den Helikopter, den man hier findet. Und damit ist es auch kein Problem. Und damit haben wir den letzten Käfig. Alle 60. Wunderschön. Gut, wir hören natürlich noch einen, aber den habe ich schon. Den haben wir ja schon. Gut, damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach einem weiteren Schnitt wieder. Und dann bin ich bei den im Arcade-Modus. Also bis gleich. So, wäre das nun auch erledigt und wir befinden uns nun. Wir haben alle 60 Käfige, wie ihr seht, und wir befinden uns nun im Arcade-Modus. Und da werden wir jetzt ein paar der Minispiele machen. Ich glaube, es sind noch nicht alle, aber ich glaube, die werden mit der Zeit freigeschaltet. Die hätte ich nämlich nicht im normalen Beispielen können. Die kann ich nur, glaube ich, spielen, wenn ich die anderen schaffe. Und deshalb fangen wir direkt an mit dem ersten Rocket Jacket oder wie hieß es jetzt? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Rocket Jump, okay. Die Hoodlums langweilen sich sonntags, also lassen sie sich dämliche Spiele einfallen. Mit dem grauen, komischen Teil kannst du dich bewegen, wenn du das grüne Ding drückst, schlägst du den Ball und mit B, mit dem roten Teil verleihst du ihm den richtigen Effekt. Wir spielen Tennis. Boah. Und das fängt schon mal super an. Richtig Olympia-Feeling hier, weil da wird ja auch Tennis gespielt. Komm, komm, komm. Jawohl. Ausgleich.
Also ich kann euch sagen, dass... Jawohl, der hat jetzt ausgespielt. Geil. Das habe ich noch nie geschafft und... Ja... Könnte wohl ein bisschen... ja... dumm werden. Ich dachte, er hätte sich jetzt sein eigenes Grab geschaufelt, aber leider nicht. Och, was war das denn? Und ihr seht die Energieleiste da unten, also die beiden Energieleisten da unten. Wenn ich punkte, geht die gelbe runter. Oh, jetzt gibt's einen Stand. Geht die rote, verliere ich, geht die rote runter. Und wenn die rote runter ist, habe ich verloren. Und wenn die gelbe ist, halt verloren. Und warum hat er nicht einen Stand? Geht aber nicht nach normalen Tennisregeln. Ich kenne mich halt im Tennis aus. Ich habe zwar nicht so viel Tennis gespielt, aber... und ich glaube mal so langsam... wird das nichts mehr. Es gibt auch keinen Satz oder so. Es gibt nur einen einzigen Satz. Und ich glaube, den kriegt man, wenn man 3 Punkte erreicht hat. Da rechts oben. Gut, muss ja noch nichts heißen, dass ich verliere. Ich kann das ja auch drehen, aber... jawohl, den habe ich jetzt ausgespielt. Das war jetzt gut. Aber... ich kann nicht garantieren, dass das noch anhält. Na. Komm, komm, komm. Jawohl. Sehr schön. So muss das sein. Man muss den irgendwie versuchen auszuspielen. Wenn er in der einen Richtung geht, direkt in die andere. Aber dass er so hoch macht, habe ich nicht mit gerechnet. Aha. Das ist so ein Mist hier. Jetzt, jetzt, komm, komm, komm. Aha. Jawohl, 1:1 steht's. Vielleicht kann ich ja doch noch gewinnen. Irgendwie. Ja, so muss das aussehen. Oh, ich mag das nicht. Ich mag es gar nicht. Oh, auf so einen hohen Ball war ich nicht eingestellt. Und vor allen Dingen kann ich es auch so schwer erkennen. Ein Grabber lässt da wenig Spielraum. Ist halt so. Ist für sowas eigentlich auch eher ungeeignet, meiner Meinung nach. Aber... wenn ich ehrlich bin, will ich das nicht versuchen zu schaffen. Weil das ist so... oh. Es gibt Minispiele, die sind schaffbar. Aber es gibt auch manche, die sind einfach nur dumm. Und dieses gehört dazu, wenn ich ehrlich bin. Yes, yes, jawohl. Wir haben das Spiel gedreht. Steht 2:1 für uns. Das ist doch mal schön. Vielleicht habe ich jetzt den Bogen raus. Läuft aber irgendwie jetzt. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Die Tennis-Action hier. Na, jetzt hat er mich ausgespielt. Machen muss man ja beim richtigen Tennis ja auch machen. Da kommt es ja auch darauf an, den Gegner auszuspielen. Yes. Ich glaube, ich habe den Bogen raus. Das fände ich schön. Ja, der war zu hoch, den habe ich nicht gesehen. Aber ich sollte mich nicht in Sicherheit wiegen. Na, der war zu kurz. Komm, komm, komm. Yes. 3:1. Ich hoffe, das ist nicht allzu viel. Ich vermute mal, ich brauche 5 Punkte zum Sieg. Aber ich weiß es nicht. Ich hab's schon geahnt, dass er jetzt einen hohen macht, aber... oh, ich hasse diese hohen. Lass es doch mal sein. Hallo, ich hab geschlagen. Ja, und das meine ich, wenn ich einmal davon rede, ja, das läuft doch. Okay. Rede ich einmal von, das läuft, und dann gewinnt er direkt schon wieder den nächsten Punkt. Ah, 3:2.
Ich bin auch in Führung, aber kann ja nichts heißen. Nein! Ah. Oh, ich glaube, bei denen probiere ich mal den Effektschlag bei diesen hohen. Jawohl, das funktioniert echt sogar. Und irgendwie leckt es ein bisschen, keine Ahnung wieso. Ich kann jetzt auch nicht gerade gucken, was da los ist, weil ich mich ja darauf konzentrieren muss. Ah, da hätte ich hier den Effekt machen sollen. Naja. ...30-40. Also wenn ihr einmal Mario Tennis-Teil gespielt... 3-3, oha. Wenn ihr einmal Mario Tennis-Teil gespielt habt, dann würdet ihr sagen, dass das da viel besser läuft. Yes. Weil diese Figuren, diese Hoodlums, die man hier steuert, die sind extrem lahmarschig. Und schwer zu steuern. Deswegen, also es funktioniert bei einem Mario Tennis da doch schon viel einfacher. Und da habe ich zu früh geschlagen. Nein, ach komm schon. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wenn ich hier verliere, weil es ist einfach nur dumm. Och, komm schon. Rückhand liegt denn wohl auch nicht, habe ich so das Gefühl. Ja, wieder ein Punkt. 40-40. Beim Stand von 3-3. Nein, ich habe den doch getroffen, Mann. Ja, 5 Punkte. Das ist auch das Tuten. Und bei mir ist der Sound rausgeflogen. Bei euch wahrscheinlich nicht. Und jetzt muss ich eben warten, bis der dann, bis ich einen Punkt gemacht habe. Ja, das ist gut. So. So. Wow. Hat ja funktioniert. Nein. Oh, ich muss punkten. Ich muss punkten. Ich habe keine andere Wahl. Oh, und vor allen Dingen, wenn dieses Tuten kommt. Und wie hat er das gemacht, bitte? Er braucht noch 2 Treffer und ich noch eine ganze Menge. Ich muss punkten, ansonsten ist es vorbei. Ja, ans Netz, natürlich, natürlich. Der wäre nie ans Netz gekommen, nie. ...30-40. Nein! Ich hab dort gemacht. Fail. Nee, das, das mache ich nicht nochmal. Also, ihr habt ja gesehen, das ist... Vielleicht probiere ich es am Ende nochmal, aber nee, das ist... Nicht so unbedingt zu schaffen. Dann nehmen wir jetzt Crash. Och nee, das ist auch so ein dummes. Oh, erinnere dich noch an Reflux. Spannende Besiegungs-Action da. Wir steuern diesmal die Kugel. Bogoniax hat Reflux Höhle verhext. Seither vermehren sich die Kröten ohne Unterlass. Versuche ihre Invasion zu stoppen, indem du die Kröten mit der Kugel zerquetscht. Mit dem grauen Teil kannst du die Kugel steuern und mit A die Kröten zerquetschen. Und das ist sehr dumm, weil schaut mal die Zeitdauer, also das da an.
Unsere Energie geht unaufhörlich runter. Und die ist so unglaublich dumm zu steuern, die Kugel. Ah, man kann sogar Kombo-Treffer machen. Und das meine ich, wenn man sich einmal zu viel Zeit lässt. Auch so ein super Spiel, aber komm, das probiere ich jetzt noch einmal. Das ist ja zumindest nicht so langwierig wie dieses scheiß Tennis-Minispiel. Mist, ist das ein Mist? Ich weiß nicht, ob Kombo-Treffer da überhaupt was bringen, weil, ja, wird schon nichts mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie die zu schaffen sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, dann machen wir noch das dritte. Wobei, ich glaube, das ist das eine, was ich nicht... Nee, das kann ich nicht machen. Da brauche ich später Hilfe von jemandem. Aber das kommt dann später. Dann kommen wir erstmal raus auf Zirkus. Oha. Oha. Auch so eine tolle Mission. Wir sind wieder in Rasovs Jagdhaus. Und da kann ich auch nochmal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar werde ich das auch mal nachbauen. Habe ich ja schon in Mario Kart Wii erzählt, dass ich das dann per Minecraft machen werde und auf Sims 3, damit da auch wieder kommen. Aber jetzt erstmal Rasov Zirkus. Rasov ist nicht als Meisterschütze geboren geworden. Er übt Tag und Nacht und sucht sich nur die interessantesten Ziele. Mit Steuerkreuz kannst du dich bewegen, mit dem Controls, mit dem C-Stick zielen und auf R und L, um auf R zu drücken, auf R zu schießen, um L zum Laden. Ja. Ah ja, und wir dürfen da nicht kaputt gehen, also uns abschießen. Ja, das ist ein sehr dummes Minispiel. Da sieht man auch schon meine Begabung für Ego-Shooter an. Na. Ja, und wieder verloren. Ich glaube, ich werde kein Minispiel schaffen können. Ja, komm, einmal probiere ich das jetzt noch. Es ist einfach so... Wobei, das lief ja jetzt eigentlich einigermaßen gut. Aber trotzdem. Ja. Nee, da lass ich mich nicht betrügen. Ja, ist schon wieder zu Ende. Kommt zwar weiter als beim letzten Mal, aber nee. Einfach nur fail. Ihr könnt ja mal in die Video, in der Videoantwort mal eure Versuche bei den Minispielen packen, wenn ihr Bock dazu habt, weil es gibt manche, die kann man einfach nicht schaffen. Gut, es kommen wahrscheinlich noch welche, die kann man, die werde ich auch schaffen, aber die am Anfang kommen, die sind einfach... Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.